Ist schon ein bisschen zach, so ein Sandhügel hoch, oder? Das Alter lässt grüßen. Sonne ist untergegangen und jetzt heißt es wieder runter. Schauen wir mal, dass wir dabei nicht im Sand versinken. War auf jeden Fall ein ziemlich netter Ort für den Sonnenuntergang. Da herum, da unten steht Yoda. Ja, und da geht's jetzt wieder hin. Ich glaube übrigens, den Sand kriege ich nie wieder aus meinen Schuhen raus. Was so ist. Keine Ahnung, was die da heute übrigens den ganzen Tag gemacht haben. Auf jeden Fall haben die irgendwie was relativ professionell gefilmt. Vorhin beim Raufgehen saß da einer, der einerseits Drohne geflogen ist und neben ihm lag eine Sony FX6. Also nicht so ganz was, was man so als normalsterblicher Amateur wie wir verwendet. Scheint auf jeden Fall Spaß zu machen, kann ich mir gut vorstellen. So ein bisschen in den Dünen rumknallen. Ich glaube, Yoda hätte dafür ungefähr 1000 PS zu wenig oder 10 Tonnen zu viel. Den Niedergang. Bereit für den Absturz, Abstieg. Bitte überfahrt uns nicht, wir wollen leben. Überfahren wurden wir nicht. Aber das mit dem Sand hat sich wohl bewahrheitet. Hatte nimmt ein kleines Andenken mit. Ja, man glaubt irgendwie, es ist immer Schluss. Aber dann geht es noch eine halbe Stunde weiter. Vom Sand Mountain geht es am nächsten Morgen wieder weiter Richtung Osten. Irgendwie total spannend, wie sich plötzlich an so einer einzelnen Stelle so viel Sand angehäuft hat. Dienstag und mittwochs ist die Übernachtung hier glücklicherweise gratis. An den übrigen Tagen muss man einen kleinen Obolus zahlen. In Nevada gibt es erstaunlich viel BLM-Land. BLM steht hier für Bureau of Land Management und das Land gehört damit sozusagen allen Amerikanern. Die Nutzung ist dabei an vielen Orten nicht genauer geregelt. Das bedeutet auch,
gratis campen, was uns natürlich sehr willkommen ist. Die Dieselpreise sind ja auch wieder angenehmer als in Kalifornien. Nur mit den Temperaturen bin ich momentan nicht so ganz einverstanden. Vom Highway gehen immer wieder kleine Pisten, scheinbar ins Nirgendwo ab, die dann irgendwo in diesem Nirgendwo fast immer einen wunderschönen Stellplatz offenbaren. Wir haben die Nacht heute auf über 2000 Meter Höhe in Nevada verbracht. Heute früh hat es minus 12 Grad gehabt. Man sieht jetzt auch da so ein paar Eiskristalle vorne an der Scheibe. Aber Heizung und so hat unsere Kabine warm gehalten. Motor ist auch gleich angesprungen. Hat gesagt, Motor war brav. War ja ein super schöner Spot. Und jetzt geht's weiter um 7.50 Uhr. Für uns war Nevada auch eigentlich irgendwie nur so ein Durchreisestart. Der nächste interessante Ort, den wir erkunden wollen, befindet sich nämlich schon in Utah. Dort wollen wir in der Nähe der ganz bekannten Salzseen schlafen. Der Great Salt Lake ist ein Salzsee im Norden Utahs, dessen Salzgehalt den des Meeres weit übersteigt. Die dadurch hervorgerufene Färbung ist auch aus dem Weltall sichtbar. Schon krass, oder? Und wieder einmal ist es unfassbar, welchen scheinbar unendlichen Dimensionen man hier ausgesetzt ist. Platz ohne Ende für alles und jeden. Wir fahren also die staubige Piste, die uns gestern zu unserem Stellplatz geführt hat, wieder zurück und somit wieder auf die Straße. Wo sind wir hier gelandet? In den Bonneville Salt Lakes. Ja, halt bei Salt Lake City in den Salzseen. Wir haben irgendwo hier hinten gestern geschlafen. Sind jetzt heute Morgen da so einfach lang und dann diese ewig lange Gerade. Ganz nach vorne. Schon wieder ein ziemlich geiler Ort hier. Also normalerweise könnte man ja hier den Racetrack fahren. Das ist eine ganz bekannte Strecke, auf der so Geschwindigkeitsrekorde und solche Geschichten aufgestellt wurden. Einfach weil es hier ewig lang, ewig weit geradeaus geht, ohne dass irgendwas im Weg herumliegen kann. Sei es ein Stein oder sonst was. Das heißt, die sind da mit Raketenautos und allem möglichen rumgepresst. Ja, wir können da heute leider nicht lang fahren, weil es zu nass ist. Pech gehabt. Naja, trotzdem schön. Schönes Örtchen. Na, schau mal an. Da kennen wir doch wen. Wie gut war das gerade? Der Kerl hat gerade ein Polaroid von uns gemacht, ist super happy hergekommen, hat gemeint, er sieht uns die ganze Zeit, er verfolgt uns die ganze Zeit auf Insta. Und er hat einfach nur gerade hier entwickelt noch, aber uns ein Polo gemacht und uns geschenkt. Super gut. Geiler Kerl. Magst du? Falls du unsere Videos auch schaust. Top, danke. Wir sind hier übrigens auf etwa 1280 Metern Höhe. Denkt man irgendwie gar nicht, wenn man das so sieht. Die Salzwüste des ehemaligen Bonnevillesees erstreckt sich auf einer Fläche von rund 10.360 Quadratkilometern. Der Boden der Wüste ist infolge des hohen Salzgehaltes weiß gefärbt. Hauptbestandteil ist Natriumchlorid, also Kochsalz, das in flachen künstlichen Teichen zu Handelszwecken gewonnen wird. Schätzungen haben ergeben, dass der See etwa 5 Milliarden Tonnen Natriumchlorid in gelöster Form enthält.
So, wir sind in Salt Lake City angekommen. Haben uns hier ein Streetparking gesucht. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, da sollten wir safe stehen können. Und wir werden jetzt mal was essen gehen. Online so einen Koreaner gefunden, der ganz geil ausgeschaut hat. Und Judith hat nachher mit dem netten Kerl da geschrieben, der uns da vorhin das Polaroid gebracht hat. Der hat gemeint, ja, er folgt uns schon so lange und er findet es so geil, dass er das uns zufällig getroffen hat. Und sagt, vielleicht, vielleicht kommt er noch zum Abendessen vorbei mit seiner Freundin. Vielleicht machen wir nachher noch, er ist noch eingeladen zu seiner Fotoausstellung. Mal schauen, ob wir das machen. Ich bin ein bisschen platt noch. Aber ja, gleichzeitig müssen wir irgendwie organisieren, dass wir das Video hochladen, das morgen rauskommt. Folge 223. Ja, also auf geht's. Hunger. Tschüssi. Also Salt Lake City im November. Warm ist was anderes. Das brauchen wir jetzt. Vom Stellplatz aus machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Nach 20-minütigem Spaziergang durch die Kälte sind wir in der Innenstadt und somit beim Abendessen angelangt, wo Hayden und seine Freundin bereits auf uns warten. Da die beiden selber überlegen, sich einen LKW anzuschaffen und auszubauen, haben sie einige Fragen und wir können ein wenig unseres nicht vorhandenen Wissens weitergeben. Die Fotoausstellung ist uns für heute dann allerdings zu viel und wir entscheiden uns stattdessen zu einem spontanen nächtlichen Stadtspaziergang mit den beiden. Das ist auch eine nette Stadt. Ehrlich gesagt habe ich mir das nicht erwartet. Es sah von und beim Reinfahren so ein bisschen unaufregend aus, aber jetzt hier, da so, eigentlich eine super schöne Stadt zu Abend. Sehr nett. Here. I'm very excited to put them out here. Every stereotype is heard about America. They will be here. So first, there's the guys over there in front of the Cheesecake Factory. Uh-huh. Pretty sure at least one of them's on Instagram or TikTok right now, as we speak. Well, they have to look good with not wearing any layers. Am Ende des Abends führen uns die beiden sogar nach Tijuana zurück, wo wir eine ruhige Nacht verbringen, bevor es am nächsten Tag wieder weitergeht. Wieder einmal fahren wir durch diese unendlichen Weiten. Ich weiß, wir haben das schon mehrfach gesagt, aber es lässt sich einfach wirklich nicht adäquat beschreiben, wie man sich hier fühlt. Wieder einmal suchen wir uns einfach auf der Karte eine kleine Piste aus, die wir entlang fahren, und wieder einmal führt sie uns zu einem unfassbar schönen Stellplatz. Schönen guten Morgen aus Wyoming. Es ist kalt hier. Wir haben -7 Grad, aber es ist mittlerweile schon wieder wärmer geworden. In der Nacht war es irgendwie so -13 oder so. Sehr schön. Wie man sieht, Ausblick ist ja ziemlich geil. Stellplatz ist auch geil. Was nicht so geil ist, ist, dass das Luftverlustmysterium in die nächste Runde geht. Wir sind gestern angekommen und haben
zur Sicherheit mal wieder unsere Bremsscheiben von der Temperatur gemessen und die linke hintere, die wo der Kolben gehangen hatte, ist komischerweise wieder wärmer gewesen als der Rest. Dann habe ich der Judith gesagt, ich soll mal einsteigen und bremsen. So ein paar Mal einfach auf die Bremse steigen, um zu schauen, ob ich irgendwie was sehe. Habe ich erstmal nicht. Dann bin ich wieder ins Auto eingestiegen. Bin selber mal auf die Bremse gestiegen und auf einmal habe ich zuschauen können, wie auf unserem Bremskreis Nummer 2 die Luft flöten geht. Da ist der Druck dann bis auf 0 bar abgefallen im 2er Bremskreis. Spannenderweise 3 und 4 hatten Luft. Das heißt, ich habe dann noch auf den Keil da vorne fahren können. Ja. Und ich bin wieder mal ums Auto. Ich habe wieder mal nichts gehört. Keine Ahnung. Das Getriebe ist es diesmal nicht. Das habe ich überprüft. Ja, und jetzt werde ich ihn nochmal anstarten und schauen, was er jetzt so tut. Minus 7 Grad ist allerdings keine geile Temperatur zum Schrauben, das muss man auch sagen. Also da versteht mal einer echt dieses Auto. Jetzt baut er wieder Druck auf. Also ich werde jetzt mal hören, ob ich irgendwie was mitkriege. Nochmal rundherum gehen. Aber ja, vielleicht wirklich einfach eine hängende Membran oder so. Versteht mal einer dieses Auto. Na gut, werden wir uns nicht aufregen, wenn es wieder funktioniert, aber passieren da manchmal so Dinge, die ich nicht so ganz check. Nicht, dass ich viel checken will an der Karre, aber dann gibt es Dinge, die ich noch weniger check. Morgen! Passend zum Wild Horse Canyon. Gibt's was Amerikanischeres als wilde Pferde in Wyoming? Es geht weiter Richtung Osten. Immer weiter Richtung Osten. Gefühlt unendlich weit Richtung Osten. Bis Denver ist es noch ein Stück. Aber wir freuen uns jetzt echt schon darauf, unsere Freunde dort bald wiederzusehen.